So, aber jetzt erstmal alles auffüllen, was hier nicht bei drei auf dem Baum ist. So, pup, 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 pup. Sieht schon mal gut aus. Mir gefällt's, dass die Erde hier so schnell doch noch ein bisschen was flöten geht davon. Auch wenn ich noch einiges abtragen werde und halt auch schon zwei Kisten voll habe. Aber dann müssen wir halt auch mal wieder eine Sandbuddel-Egge machen und unser Sandabbaugebiet ein bisschen malträtieren. Wir brauchen ja auch Glas und sowas in rauen Mengen. Da können wir natürlich viel abtragen. So, da brauchen wir dann, wäre eine Effizienzschaufel auch nicht schlecht. Muss ich mal gucken, was dann mir das Spiel so ausspuckt, wenn ich dann einfach mal das so mache. So, hier wieder durch die Walachei. Hier so im Gruben. Soll schon ein bisschen flacher hier rauslaufen. So, und das Loch mache ich hier gleich mal voll. Das mache ich gleich mal voll. Vollends voll. Nicht, dass sich mittendrin wieder ein Creeper denkt, ich spreng mich hier mal und dann falle ich wieder in ein Loch. Nö, nö. Nö, nö. Da muss ich einfach was dagegen unternehmen und das Loch ausfüllen. So, blub, 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 blub. Schon ist es so gut wie voll. Blub, 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 blub. Sieht doch gut aus. So, hier. Mal hier einfach mal pro forma zu. Muss jetzt auch nicht unbedingt lupenrein sauber dicht gemacht sein. Nee, nee. So einer bin ich nicht. Da reicht mir auch sowas. So, meine Mikro-Stacks-Erde kommen auch noch weg. Ach, die kleine. Da habe ich ja auch noch große. Jetzt hat sich Inventory Tweaks endlich mal gedacht, ja, ich könnte doch mal die großen Sachen hier rausholen. Ja, das ist aber nett. So, die Fackel mache ich zu, mache ich weg. Dann ist die auch mal hinfort. So, und das Loch haben wir dann. So, und hier auch nochmal. So, hier bin ich doch. Ach, hier bin ich ja letztens aus der Höhle rausgekommen. So war das. Jetzt weiß ich auch, wann ich das hier mal ausgefackelt habe. Eieiei. Schön, wie man es so schnell vergessen kann. Und wie die Löcher hier entstehen. Wie die Löcher hier in meinen Schweizer Käse namens Minecraft-Welt kommen. So. Ich bin ja eh beinahe schon fertig. Zumindest habe ich dann schon mal die Grundform. So. Jetzt muss ich hier nochmal. Danke. So. Und. Ne, so. Naja, es sieht ein bisschen gleichmäßig aus, aber das kriegen wir schon noch. Ich glaube, dass das eigentlich dann eh bald nicht mehr auffällt. Wenn man da gut aufpasst, dann sieht man es vielleicht noch, aber so gut passe ich dann auch wieder nicht auf. So, die Erde hier nochmal einsammeln. So. Sieht gut aus. Wird schon mal genehmigt. So, einfach schon mal so ein Grundding erstellen. So, jetzt muss ich mal hier rüber gehen. Nee, sieht gut aus. Sieht jetzt nicht zu gleichmäßig aus und ja, so wirklich ein bisschen random. Es ist ja auch eine hohe Kunst, es nicht künstlich aussehen zu lassen, obwohl es künstlich erschaffen wurde. So, wenn man dann solche Ecken mal macht, dann sieht es echt unkünstlich aus. So, okay. Das sieht ein bisschen platt gerade aus. Das ist eher unwahrscheinlich. So, dann nehme ich die Ecke noch ein bisschen weg. Ja. Kann sich sehen lassen. Und jetzt mache ich den Stein hier noch weg. Und dann habe ich den Hügel fertig. Man glaubt es nicht. Ich habe den Hügel fertig. Schieß mich tot. Ohne Witz. Ich glaub's nicht.
Kann man sowas glauben? Ich hab den Hügel fertig. Alter, jetzt kann ich mich endlich auf dieses Gebäude konzentrieren. Ja gut, und auf die Rohstoffbeschaffung, aber das ist ja wieder mal ein anderes Thema. Aber hey, wir haben den Hügel gut dezimiert. So, okay, dann legen wir erstmal alles in die Kisten, was wir hier nicht mehr brauchen. So, dann wissen wir schon mal, was wir haben und das ist ziemlich was. So, Grassamen haben wir auch ohne Ende viel. So, die Erde nehme ich mal hier raus. Kommt hier nur der Stein rein. So, hier kommt dann der hier rein, die ganze Erde. So, ein paar Werkzeuge kommen dann hier rein. Die ist fast fertig, die nehme ich mit. So, so. So, Spitzhacken können hier erstmal rein. Zumindest die hier, danke. Holzdigis. Meine Diamantaxt, perfekt. Na komm, die Schaufel packe ich auch noch weg. Was soll der Geiz? Kohle haben wir hier auch noch genug. So, noch irgendwas. Ach ja, ein Steak könnte ich essen. So, und dann gehe ich hier mal kurz schlummern. Einen guten Schlummer, sag ich mal. Brauchen wir hier auch einen guten Schlaf. So, danke, es ist wieder hell. Und der Hügel sieht gut aus. Boah, bin ich froh. So, und jetzt will ich mal kurz zu meinen Schwarzeichen gehen, weil bei dem war ich schon lange nicht mehr. Und will mir da noch ein paar raushauen, die wir einfach mal brauchen fürs Gebäude. So Akzente. Nicht nur Akzente, richtige Muster will ich da in mein Gebäude bauen. Und da brauche ich halt einfach eine Schwarzeiche. Die ist da prädestiniert für. Und da haben wir ja doch ein paar Bäumchen. Ein paar kleine. Die sehen zwar auch ziemlich platt aus, wieso auch immer. Aber hey, das ist mir wurscht. Eine gute Axt muss man natürlich auch dabei haben. Dass sie auch schön lange hält. So, man kann sich auch an die Lichtverhältnisse endlich mal gewöhnen. Danke. Dann sehe ich auch mehr. Für die müssen wir ja immer vier in einer oder in einem Viereck pflanzen, damit es auch ein schöner Baum wird. Und ja, jetzt holen wir uns erstmal ein paar Schwarzeichenbäumchen. So, ein Setzling kommt auch bei rum. Ist ja schön, wenn einer bei rumkommt. Ich finde halt das geil, weil man richtig schön eine Treppe hier reinmeißeln kann in das ganze Gemüse. Und dann kann man sich da natürlich ein paar kommt man da auch ein bisschen leichter hier hoch. Huch, den Laub wollte ich hier eigentlich nicht zerlegen. Für das ist meine Axt eigentlich nicht gedacht. Aber wenn da helfen wir zumindest schon mal ein bisschen nach, damit das ein bisschen schneller geht. Ein paar Schwarzeichen haben wir ja schon. Ist ja, habe ich gar nicht mehr so viel in Erinnerung, aber ein paar sind es schon. Ist ja cool, da muss ich nicht mehr so viel nachpflanzen. Oder muss ich schon viel nachpflanzen, aber da muss ich nicht so oft hier rüberlaufen und hier nochmal nachdingsen. Nachholen. Vielleicht ein, zwei Mal, dass ich hier nochmal nachgreifen muss an Holz. Aber jetzt auch nicht so dramatisch, weil wir doch schon wirklich ein paar schmücke Bäumchen hier haben. So, natürlich die Setzlinge muss ich dann einsammeln, wenn hier mal wieder runterfällt. Müssen wir immer wieder mal gucken. Das kriegen wir dann schon gebacken. Glaube ich, hoffe ich. Und ja, solange eine Vermehrung stattfindet, ist ja alles super. Ohne Scheiß. Wenn es weniger werden, sollten wir uns Sorgen machen. Oh, da sind sie ineinander gewachsen. Das ist natürlich blöd. So, ich will hier hoch. Ich will hier alles erwischen. Oh, der hat sich ja schön vereinigt hier. Aber jetzt habe ich ihn, glaube ich zumindest. So. Ja, habe eh schon fast zwei Stacks mit Schwarzeichen Baumstämmen. Und mit Baumstämmen können wir ja ziemlich viel Holz rausholen. Das finde ich natürlich supi. So, Setzlinge einsammeln. Vier Stück haben wir schon mal. Für einen Baum reicht's. Für zwei sogar. Yay. Das ist super. Wenn es für zwei Bäume reicht,
Und wir gehen natürlich gleich wieder hier aufwärts und machen den nächsten hier wunderschön platt. Oh, ich bin schon am dritten Stack füllen. Das geht ja direkt schnell. Also aus so einem Baum holt man schon eine Menge Holz vor der Hütte raus und kann da echt was reißen. So ein Bäumchen deckt mal den Tagesbedarf eines Minecrafters. Der hier meint, dass er was bauen könnte. Aber erstmal müssen wir uns wieder um die grundlegenden Sachen kümmern und das Material einfach holen. So, ich habe doch hier Setzlinge gesehen gehabt. Ah, hier ist noch einer. Hier muss ich nochmal rüberlaufen. Ja, da ist ja ein Setzling. Ja, immer schön aufpassen. Da fällt auch gerade einer runter. 9 Stück haben wir schon. Ja, bis jetzt haben wir noch keine Vermehrung der Bäume. Eigentlich hätte ich mir merken müssen, wie viele Bäume wir hier kaputt machen. Dann könnte ich auch sagen, ob wir eine Vermehrung haben oder nicht. Aber egal. Man denkt nicht an alles. Das können wir auch nicht, um ehrlich zu sein, weil sonst ist irgendwie die Hirnkapazität ziemlich schnell am Ende. Wenn wir uns wirklich jeden Scheiß merken können. Das wäre ein bisschen krass, ne? So ein bisschen krass. So. Das nächste Bäumchen muss auch gleich wieder ganz fest dran glauben, dass es nicht überlebt. Haha. So, wie viel Holz habe ich denn schon? Wow. Es geht ja richtig fix hier. Habe ich beinahe 4 Stacks voll. Finde ich nice. Gefällt mir. Oh, der hat viele Setzlinge hier fallen lassen. 12 Stück habe ich schon. 14. So, 16. Ich habe definitiv eine Vermehrung. Ich kann 4 Bäume schon aufstellen. 4 oder 5. Ah, gleich kann ich 5 aufstellen. Ein Setzling bräuchte ich dann noch für 5. Aber das kriegen wir dann auch noch. Jetzt mache ich die letzten 2 Bäume noch weg und dann warte ich noch, bis das Ganze hier despawned ist. Weil der Wald soll ja doch irgendwann größer werden, weil das schwarze Holz, um ehrlich zu sein, das setzt schon Akzente, die sich gewaschen haben. Muss man einfach mal so sagen. Und deswegen mag ich das Holz auch so. Das ist nicht so 0815, das ist nicht dasselbe wie eigentlich immer und es ist halt was anderes. Deswegen mag ich eigentlich Schwarzeichen. Generell mit Holz kann man sehr viel hier in Minecraft anders machen und schön machen. So. Und hier haben wir den letzten Zuklump. Huch, da habe ich wohl wieder... Da wollte ich wieder ein bisschen Sonnenlicht unter meinem Bäumchen haben. Nicht, dass ich hier irgendwo nichts sehe. Wäre ja blöd, ne? So. Der ist auch gleich fertig. Das ist super. Fupp. Schon haben wir den auch klein. Oh, scheiße. Da habe ich 2 Baumstämme vergessen. So, die spawnt der natürlich nicht. Ich glaube, da hinten habe ich denselben Krotz gemacht. Oh, ein roter Apfel. Ein roter Apfel. Da oben liegt auch noch ein Setzling. Cool. Also wir haben eine gute Vermehrung hier reingebracht. Oh, da habe ich ja ziemlich viel Holz stehen lassen. Das geht ja mal voll nicht, wenn ich hier so viel stehen lasse. 28 Setzlinge habe ich schon und Schwarzeiche habe ich auch. Gut gesammelt. Moa, ging richtig schnell. Vor allem mit so wenig Aufwand. Das finde ich gut. So, jetzt muss ich natürlich noch herwarten, bis da wirklich alle Tier weg ist an Laub. Ich glaube, da ist noch irgendwo... Ah, da ist der üble Täter. So, jetzt ist er weg. Und wenn er weg ist, dann kann es ja bald dahin gehen. So, ich glaube, ich mache nochmal schnell ein kleines Päuschen und lass währenddessen hier die Bäume zerlegen und schieß mich tot. Und dann können wir noch ein bisschen an den Bau gehen des kleinen Häuschens oder des großen Häuschens eher gesagt. Und dann, ja, sind wir auch mit der Aufnahme oder
Dann haben wir da einfach mal was. Und ja, ich mache ein Päuschen und bis dann.